herzliches Willkommen. Ich begrüße euch zur Monatslegung April. Zuerst möchte ich euch mal so erzählen, was so astrologisch los ist und was wir aus dem April so mitbringen. Ja, ihr werdet schon gemerkt haben, wichtig ist natürlich auch der Wechsel des Pluto in den Wassermann. Das wird schon einige Änderungen mit sich bringen und Ende des Monats März eben auch der Mars im Krebs. Das beruhigt ein bisschen, das ist ganz schön. Was erwartet uns jetzt hier so allgemein im April? Es wird Frühling und da sind dann auch schon die Uhren umgestellt, wo man dann doch wieder früher aufstehen muss. Wir haben Merkur im Stier ab dem 3. April. Das ist auch eine Energie, die eben ja verlässlich ist. Man sollte nicht zu hastig vorgehen, man sollte sich ruhig Zeit lassen und die Zeit auch genießen, die man hat. Das klingt komisch, wenn es schwierig wird, aber es ist wichtig, nicht die Nerven zu verlieren und bei sich zu bleiben und für Ruhe und auch angenehme Situationen selbst zu sorgen. Die Venus geht in die Zwillinge am 11. Das ist eine schöne kommunikative Energie, kann auch für ein bisschen Chaos sorgen, wissen wir ja. Man kann sich leicht verzetteln und man kann sich zu viel vornehmen, aber trotzdem ist es eine kommunikative Zeit, man kann miteinander reden. Und ab 20. haben wir die Sonne im Stier. Was noch wichtig ist, wir haben Ende des Monats, nämlich ab 21. April, den Merkur, der ja im Stier ist, rückläufig bis Mitte Mai. Da ist dann wieder so ein Zeitpunkt, wo man dann also das Gefühl hat, man hat, ja, ich weiß nicht, Kaugummi am Körper und kommt irgendwie nicht voran. Ja, es fühlt sich so an, man muss das Beste draus machen, deswegen sage ich ja, genießen und selber auch für schöne Momente sorgen. Bis zum 2. April sorgen Mars und Saturn dafür, dass man vorankommt. Ja, man sollte die Zeit eben auch gut nutzen. Merkur wechselt, wie gesagt, am 3. in den Stier und steht dann auch direkt mit Pluto im Wassermann in Konflikt. Das bedeutet Machtkämpfe. Ja, oder auch Meinungsverschiedenheiten sind möglich. Es wird wirklich mit allem, was man zur Verfügung hat, gekämpft. Und wenn man kann, sollte man sich aus solchen Streitigkeiten raushalten. Wenn man mittendrin ist, sollte man so sachlich und klar wie möglich sein und wenig aggressiv, wenn es irgendwie geht. Ja, dann haben wir Merkur und Saturn, die am 5. April eben auch da zur Verfügung stehen, Dinge zu klären, zu besprechen, vielleicht auch beruhigend zu wirken. Ja, wir haben eben auch gute Energien im Gefühlsbereich mit Venus und Neptun am 7. und auch das dauert dann bis zum 9. wiederum. Also man sollte eben auch die Momente, wenn sie schön sind, ein bisschen ausdehnen. Mars und Merkur helfen weiterhin, gut voranzukommen, also die Dinge in Bewegung zu halten, fleißig zu sein. Am 11. geht die Venus in die Zwillinge, wie gesagt. Da ist eben auch, naja, neue Kontakte sind natürlich drin, auch gerade für die Singles. Und natürlich kann man auch mit der Zwillingenergie gut miteinander sprechen, was ja bei Merkur rückläufig dann ab 21. wieder schwieriger wird. Ja, mit Pluto, der ja auch mit im Wassermann für Selbstverwirklichung steht, da kann man sich selbst auch, ich sag mal, voranbringen. Man kann an den Dingen arbeiten, die einem am Herzen liegen. Sonne und Jupiter wirken am 12. sehr belebend und können dann auch eben, ja, ich sag mal, die eigene Energie nach vorne bringen. Ja, man kann viel erreichen, wenn man etwas riskiert, aber dieses Risiko sollte eben, ich sag mal, im realistischen Bereich liegen und nicht, ich sag mal, zu viel riskieren wäre nicht gut. Dann haben wir am 14. ein Quadrat zwischen Venus und Saturn. Das bedeutet, man kann mit Venus im Stier und dem Saturn in den Fischen entweder die Gefühle eines anderen zutiefst verletzen, gewollt oder ungewollt, oder aber man kann durch zu viel Gefühl den anderen, der, ich sag mal, ernsthafte Absichten hat, verschrecken. Und das gilt genauso im Beruf wie auch im Beziehungsbereich. Also es gibt so ein paar Missverständnisse, ja. Da sollte man sehr achtsam sein. Es kann eben auch Barrieren bringen, die vorher noch nicht da waren, durch, wie gesagt, ein Missverständnis. Am 20. haben wir dann Neumond im Widder. Und ja, die Sonne geht in den Stier
Und das wirkt eben wie so ein wir bleiben auf dem Teppich Element. Ja, wir wollen zwar natürlich die Dinge voranbringen, aber wir wollen es clever machen. Wir wollen es gut überlegt dahin bringen. Ja, denn die Sonne steht dann auch im Quadrat zu Pluto. Sonne im Stier, Quadrat Pluto. Und da haben wir wieder diese Auseinandersetzung, die eben sehr unschön sein können, wenn man eben, ich sag mal, übertreibt oder wenn man einfach nicht aufhört damit. Ja. Der Widerstand gegen, ja, ich sag mal, Leute, die über ihre Kompetenzen oder über ihren Bereich hinausgehen und dir vielleicht zu nahe treten, der ist immens. Ja. Und das, wie gesagt, kann ganz schön eskalieren. Man sollte gut aufpassen. Dann wird am 21. auch noch der Merkur im Stier rückläufig. Du kennst das. Möglichst keine Verträge unterschreiben. Alles muss 10-fach geprüft werden. Dinge kommen nicht an. Oder man macht leichter Fehler. Ja, man ist genervt. Und es kann eben auch durch die Kommunikation eben zu Missverständnissen kommen. Oder eben auch, dass nichts ankommt. Ja. Also Hürden, Barrieren sind da. Man sollte Dienst nach Vorschrift fahren. Und wenn man etwas entscheiden muss und es sich nicht verschieben lässt, sollte man auf jeden Fall nochmal jemanden drüber schauen lassen oder vielleicht einmal mehr nochmal prüfen. Ja, wir haben dann einen Merkur-Mars-Aspekt. Da kann man sich in die Arbeit vertiefen vom 22. bis 25. April. Bei Merkur rückläufig muss man, wie gesagt, langsamer machen und vielleicht öfter prüfen. Dann haben wir ein Sextil zwischen Sonne und Saturn am 25. Und dann haben wir ab 27. April bis Anfang Mai, ja, Uranus und Mars in Verbindung. Das bedeutet, es kann Veränderungen geben. Wir haben ja auch den Pluto im Wassermann. Die müssen, ja, die muss man sich erst neu drauf einstellen. Die können gut sein, die können aber auch weniger gut sein. Also, auf jeden Fall gibt es Überraschungen. Achte auf deine Sensitivität, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Das ist so der beste Wegweiser, den man überhaupt haben kann. Und deswegen sollte man möglichst versuchen, in seiner inneren Mitte zu bleiben, so gut es einem eben gelingt. Und dann sollte man auch darauf achten, was man selber braucht. Ob man jetzt mal einen Spaziergang braucht, Zeit für sich alleine, ein Nickerchen, ein gutes Buch, eine Ablenkung. Was man braucht, sollte man sich in dieser Zeit natürlich auch zur Verfügung stellen. Man sollte sich nicht komplett da drin verlieren, ist klar. Aber man sollte sich ab und zu mal auch etwas Gutes tun. Und man sollte natürlich grundsätzlich mit sich selbst auch gut umgehen. Das ist jetzt mal so der Rundumblick für den Monat. Und wir schauen uns das jetzt natürlich für dein Sternzeichen auch an. Und damit sind wir beim Steinbock. Mein lieber Steinbock, was hat der April für dich so im Petto? Natürlich arbeitest du wie immer an den Lösungen, an der Karriere, an dem, was als nächstes anliegt. Sehr gute Tage sind dazu der 5. und der 7. Und auch, ich sag mal, wenn du was präsentieren musst oder jemanden von irgendwas überzeugen sollst, dann ist der 8. ein guter Tag. Ja, Voraussetzung, Grundvoraussetzung für alles, was du umsetzen möchtest in dieser Zeit im April, Rückläufigkeit hin oder her, zuhören, Aufmerksamkeit schenken, den anderen, nicht dir, du sollst den anderen Aufmerksamkeit schenken, bei dem, was sie sagen, wie sie es sagen. Du kannst aus dem, wie jemand etwas sagt, viele Schlüsse ziehen, ja, durch Sensitivität, ja. Und du kannst natürlich auch das Interesse bekunden, dem anderen, der anderen zeigen, dass du einfach gut zuhörst. Das ist manchmal wichtiger als das, was es zu sagen gibt. Und wie immer, achte auf dein Wohlbefinden. Überarbeite dich nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Das wirst du schon oft gemerkt haben. Du weißt es auch, aber du kannst es nicht lassen. Na gut. Also, wenn du dich überstrapazierst, auch deine Nerven können dann blank liegen, ja, ist das sicherlich nicht gesund.
Und vor allen Dingen, wenn du dich zu viel verpflichtet hast, kann das ganz schön in Stress ausarten. Und das sollte es ja nicht. Ja? Wir haben auch natürlich Machtkämpfe, die möglich sind mit der Pluto-Energie im Wassermann. Da sollte man natürlich fit sein und ausgeruht und eben nicht überarbeitet und gestresst. Merkur rückläufig am 21. macht alles nur noch langsamer, noch schwieriger. Und es ist für dich auch, ich sag jetzt mal, am 24. hart, wenn du andere von etwas überzeugen möchtest, wenn du denen irgendwas nahebringen möchtest. Das ist sehr schwierig in der Rückläufigkeit. Es kann gelingen, aber es kann auch nicht gelingen. Und deswegen ist es vielleicht auch gerade so wichtig, im April mehr zuzuhören, auf das zu hören, was die anderen sagen und wie sie es sagen. Daraus vielleicht auch Schlüsse zu ziehen, wann zum Beispiel ein richtiger Zeitpunkt wäre oder wie du die anderen überzeugen kannst. Wäre so eine Idee. Aber das musst du entscheiden. Ich kann dir nur Ratschläge geben dazu, was ich darin sehe, was ich intuitiv bekomme. Umsetzen musst du das ja sowieso. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Aber vielleicht hilft es dir ein bisschen und das wäre sehr schön. Ich würde mich auf jeden Fall für dich freuen. Ja, schauen wir uns das jetzt mal für den Steinbock in den Karten an. So, mein lieber Steinbock, wir sind bei der Monatslegung April natürlich allgemein und wir schauen uns an, was so drin ist für dich. Also du bist sehr fleißig, auch in Finanzen, du kannst sehr gut Dinge rüberbringen. Für dich ist relevant im Monat April, ja, die anderen auch mal zu Wort kommen lassen und einfach mal zuhören. Es können ein paar wichtige Informationen da drin sein und vielleicht auch Dinge, die dich inspirieren. Oder auch Lösungsansätze bieten. Also es ist gut, wenn du im April dem anderen, den anderen, je nachdem, auch mal dein Ohr schenkst. Wenn Merkur rückläufig wird am 21., wird es natürlich wieder ein bisschen, ja, alles blockiert. Und deswegen ist es vielleicht vorher umso besser, da einfach mal die Lauscher aufzusperren. Kann sich lohnen. Und auch gibt es am 24. einen Termin, wo du dann eben auch überzeugen möchtest. Und ich glaube, dieses Zuhören vorher kann dir dabei eine Hilfe sein. Aber schauen wir mal, was haben wir denn für den Steinbock im April? Was bietet sich so an in den Karten? Worauf machen die Karten aufmerksam? Deine Karte, Obsession, Übertreibung. Ja, der Ehrgeiz ist da, der Fleiß ist da, aber möglicherweise auch die Übertreibung. Also achte darauf, dass du alles in Maßen tust und dir auch Ruhe gönnst. Darüber haben wir schon philosophiert. Wir haben die Sonne, gute Stimmung, gute Gelegenheiten, Erfolg. Ja, das ist natürlich gut für die Stimmung, ganz klar. Wir haben Freundlichkeit entgegenkommen. Wir haben auch Neptun und Saturn in den Fischen und deswegen solltest du natürlich auch an deinem Charme ein bisschen feilen. Geselligkeit, Gesellschaft, man kommt einfach besser an, wenn man einen gewissen Charme entgegenkommen und Freundlichkeit da hat. Veränderung, Transformation mit Uranus im Stier natürlich. Und ja, sich auch von Dingen verabschieden können. Das ist etwas, glaube ich, was dir schwer fallen könnte. Einfach aus dem Grund, weil du traditionsbewusst bist und Dinge gerne aufrechterhältst und dich eben an das Gewohnte hältst, weil es dir Sicherheit bietet, zumindest gefühlt. Aber es kann Platz schaffen für Neues und es kann gewinnbringend sein. Ja, das ist vielleicht das, wo du am Ende des Monats überzeugen möchtest. Und deswegen ist die Flexibilität, vielleicht ist damit eben auch gemeint, höre zu, wenn es Änderungen gibt. Sie könnten für dich relevant und interessant sein. Wir haben die Strategie, wie gehe ich damit um? Nun, ich bin einfach ein bisschen flexibler als sonst, ein bisschen offener als sonst, wenn sich Dinge ergeben. Ich bin fair zu anderen, charmant, entgegenkommend und achte darauf, dass auch keiner zu kurz kommt. Die 10 der Stäbe sind die Hürden, die wahrscheinlich auch mit Merkur rückläufig kommen können. Ist eigentlich zwangsläufig, dass da Dinge eben nicht so rund laufen. Und dann arbeite ich natürlich dran, aber ich muss eben aufpassen, mich nicht zu übernehmen. Mit der Intuition der Hohen Priesterin habe ich das nötige Feingefühl und darauf solltest du achten. Denn Gespräche auf Augenhöhe können
ja, sehr schön verlaufen, sehr ergiebig verlaufen und dich vielleicht auch nicht nur privat, sondern auch beruflich weiterbringen. Wir hatten das zuvor schon ein paar Mal, dass eben der Charme, die Feinfühligkeit auch dem Steinbock zugute kamen. Wenn du die Legung gesehen hast, wirst du dich erinnern, es geht einfach darum, dass man damit eben einfach Pluspunkte sammeln kann. Ja, da wird man einfach mehr gehört. Wir haben den Eremiten. Das ist die Jungfraukarte. Man überlegt sich was. Man zieht sich auch mal zurück. Man gönnt sich eine Auszeit, um über die Dinge einfach mal für sich nachzudenken. Auch wenn sie gut laufen oder gerade wenn sie gut laufen, weil dann ist der Ehrgeiz ja da, sie auch aufrecht zu erhalten. Wir haben die Liebenden. Was liebst du selber? Was liegt dir ganz persönlich am Herzen? Und wo liegen, ja, die Personen? Prioritäten setzen. Wer ist für mich wichtig? Wer ist für mich auch in Herzensdingen natürlich wichtig? Freunde, Bekannte, Familie, Beziehung. Team. Ja, Veränderung. Da gibt es wohl Veränderungen. Entweder im Umfeld, im Job oder in den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten. Aber das ist eigentlich normal. Das verändert sich schon mal. Der Turm. Platz schaffen für Neues. Sehr ergiebig mit der Sonne. Wenn du dich flexibel zeigst, oder sagen wir mal zumindest aufgeschlossen, kann dir das sehr viele Vorteile bringen. Dann haben wir den König der Kelche. Du bist auch in Finanzen im April sehr durchschlagend gut, ja, und hältst dich da natürlich auch ein wenig bedeckt. Die Strategie, ja, wir drehen uns im Kreis. Da ist man fleißig, da hält man den Erfolg aufrecht und dann kann man sich natürlich auch, ja, in so einem Hamsterrad gefangen fühlen, ja, man kommt da nicht so leicht raus. Es muss Ausgewogenheit herrschen. Die Gefühle sollten nicht zu kurz kommen. Gefühle, die man mit anderen erlebt, die man weitergibt, wo man sich wohlfühlt, wo man eben auch Kraft tankt, ja. Und da haben wir ein paar Hürden. Ritter der Schwerter, Überraschungen von Uranus, Dinge, die unverhofft kommen, und Arbeit. Gerechtigkeit. Es wird Zeit für dich, einfach mal darauf zu achten, dass eben die Ausgewogenheit da ist für die Arbeit, fürs Privatleben, eben auch für die Erholung. Ja, die Erkenntnis kommt mit dem Ast der Schwerter auf die eine oder andere Art, ja, wo du dann eben auch vielleicht selber, ich sag mal, die Reißleine ziehst. Und die Selbstfürsorge, zwei der Kelche. Es leiden nämlich deine Beziehungen möglicherweise darunter, dass du unter übergroßem Ehrgeiz leidest und vielleicht auch den einen oder anderen ein wenig vernachlässigt und nicht zuletzt dich selbst. Es geht also um dich. Es geht darum, wie fürsorglich du dir selbst gegenüber bist, wie sehr du an deiner Gesundheit, deinem persönlichen Wohlbefinden auch ja, hängst oder wie du das bewerkstelligen kannst. Es macht nämlich keinen Spaß, immer dasselbe zu tun. Entweder möchte man vorankommen, man möchte Karriere machen, was erreichen und dann gibt es wieder den nächsten und den nächsten und den nächsten Schritt. Wann ist denn der Zeitpunkt da, wo Steinbock sich einfach mal zufrieden zurücklehnt und einfach nur genießt? Ja, und ich habe hier ein paar Hürden. Und vielleicht wird dir das irgendwie bewusst gemacht, dass du mal langsam so ein bisschen auf die Bremse treten solltest. Du solltest dich darum kümmern, eine Ausgewogenheit herzustellen zwischen Berufsleben und Privatleben. Denn ja, die Erkenntnis wird kommen. Und ich denke auch, dass es Zeit wird, dass du ein bisschen mehr die anderen Dinge des Lebens für dich entdeckst. Ich weiß, dass es viele Steinböcke gibt, die auch gerne feiern. Und die auch gerne, ja, ich sag mal, ihre Beziehung pflegen und so weiter, natürlich. Aber ich glaube, dass du immer noch den großen Ehrgeiz besitzt, Dinge zu bewerkstelligen. Und auch, wenn sich dir eine Möglichkeit bietet, auch zugreifst. Was ja im Grunde genommen auch nicht verkehrt ist. Nur vor dem zu viel wird gewarnt, dass du übertreibst und dass du vielleicht auch, ja, sagen wir mal, zu hohe Ansprüche an dich stellst. Wir haben für dich die Karte das Reh. Geh behutsam zu Werke. Also, das bedeutet eben auch sensitiv, gefühlvoll, ja. Achte auf dein Wohlgefühl und auch auf das deiner Mitmenschen.
Das ist wichtig. Auch im Geschäftlichen kann sich das bezahlt machen, selbstverständlich. Und das hast du auch schon mal in diesem Jahr erfahren. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich weiß, dass ich das auch schon mal hatte, dass du eben mit Charme sehr viel mehr erreichen konntest als mit purer Ellenbogentaktik. Ich lese dir aber erstmal die Karte vor. Der Geist des Rehs sendet dir eine behutsame Warnung, dass jetzt nicht die Zeit ist, sich auf einen Zwist einzulassen, ganz gleich wie launenhaft andere sich gebärden. Begib dich nicht mit ihnen auf dieselbe Ebene mentaler Energie. Wenn du es mit einer sehr bestimmenden Person zu tun hast, dann zieh dich heraus, um dich nicht auf etwas einzulassen, was nicht deinen Vorstellungen entspricht. Lass dich von niemandem zu etwas überrumpeln, womit du dich unwohl fühlst. Wenn du einen Standpunkt mit der Anmut und Festigkeit des Rehgeistes vertrittst, wird das in anderen, auch wenn sie dir nicht beipflichten, die Bereitschaft wecken, ihren eigenen friedfertigen Weg zu einem Kompromiss einzuschlagen. Eine weitere Botschaft des Rehgeistes lautet, dass du heute Gefahr läufst, jemanden zu kränken oder selbst gekränkt zu werden, weil es anderen an Feingefühl mangelt. Lass es auf sich beruhen, denn der Lauf der Welt ist nicht dazu bestimmt, von dir persönlich genommen zu werden. Auch wenn Feingefühl etwas Wunderbares ist, benötigst du ein dickeres Fell, damit du bei jedem Kompromiss, den du eingehst, deine Integrität wahren kannst. So. Das ist, denke ich, die eine Seite, dass man selber eben sich natürlich auch nicht auf die Füße treten lassen sollte. Gerade wenn man viel leistet und wenn man viel arbeitet und wenn man vielleicht auch mehr aus sich selber rausholt, als man muss, ja. Und das wird aber irgendwann, das wirst du auch festgestellt haben, zur Selbstverständlichkeit. Jemand, der immer sehr aufmerksam ist, die Dinge selbst regelt, löst und so weiter, der wird so hingenommen. Ja, und wenn er oder sie dann mal Hilfe braucht, dann heißt es, du kannst das doch. Mach mal, ja? Du bist doch so clever, ja? Und das ist eben, ja, ich sag mal, der Nachteil in Anführungsstrichen von Fleiß. Es wird vorausgesetzt, es wird zur Gewohnheit, ja? Und dann wird das nicht mehr so geschätzt und deswegen solltest du dir selbst den Respekt geben, dass du eben auch eine Auszeit brauchst und auch Zeit zu genießen. Vielleicht ist diese mangelnde Feinfühligkeit da, weil du das nicht in Anspruch genommen hast. Weil jeder denkt, Steinbock braucht das nicht. Steinbock macht und tut und ackert, ja, ist natürlich sehr erfolgreich auch, aber irgendwann ist doch mal die Puste raus. Und es kann eben auch ungesund sein, wenn man sich permanent so unter Hochdruck bewegt. Und ich denke einfach, dass du mit der Sonne schöne Energien hast, wenn du mal ein paar Abstriche machst, dass du Erfolg hast, auch wenn du dich nicht so ins Zeug legen musst und dass du eben Überraschungen auch erleben kannst, eben dadurch, weil du dich vielleicht ein bisschen überforderst, permanent, ja. Ich meine, mal einzuspringen und jemandem zu helfen oder irgendwie Überstunden zu machen, ist ja nicht die Welt. Aber ich glaube, dass das zum Regelwerk gehört eines Steinbocks. Vielleicht nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Und es geht auch in Beziehungen darum, dass man die nicht immer hinten anstellt. Hinter Geschäftspartnern, hinter Karriere, ja. Und das ist etwas, womit du auch im Monat April konfrontiert wirst. Und deswegen ist es so wichtig, da eben selbst achtsam und behutsam zu sein. Ich wünsche dir nur das Beste, dass das funktioniert und dass du dann eben auch ausgewogen und in dir ruhend bist. Aber entscheiden musst du natürlich selbst und ich wünsche dir natürlich, dass das funktioniert und dass du eben dann auch mit dir zufrieden bist, auch wenn du nicht immer 120% lieferst, sondern 50-50. Ja, schauen wir uns an, wie das gleich in Beziehungen ist. Sag mir, was du davon hältst, wie du dazu stehst, wie du das handhabst, ob du vielleicht auch in den Anlegungen zuvor schon ein bisschen auf meinen Rat gehört hast. Ich würde mich freuen. Und wir schauen uns jetzt gleich noch die Beziehungslegung an. Lass ein Däumchen hoch da, wenn es dir gefällt. Und wir schauen jetzt noch, wie es in der Partnerschaft oder möglichen Partnerschaft für den Steinbock im Monat April so aussieht. So, mein lieber Steinbock, dann schauen wir uns mal an, was so in Sachen Beziehung im April so ansteht. Was haben wir da?
Was erwartet dich? Laut Karten ist natürlich immer eine allgemeine Legung. Wir haben hier für den Steinbock tolle Energien im Job und so weiter. Und wir haben die Venus im Zwilling. Das ist jetzt nicht so das Ding. Aber es kann natürlich auch zu guten Gesprächen führen. Kommunikation wird ja auch da groß geschrieben. Wir haben natürlich Merkur rückläufig, das darf man auch nicht vergessen. Und da kann man leicht ins Fettnäpfchen treten oder sich missverstehen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie die Energie in Beziehungen aussieht. Stärke, Disziplin, Durchhaltevermögen natürlich. Auch die Beziehungen sind natürlich etwas, wo man dran arbeitet und wo man dann eben auch gemeinsam Ziele verfolgt. Thema ist der Neuanfang. Finde ich großartig. Ein Neuanfang innerhalb einer Beziehung oder eine neue Beziehung. Sechs der Schwerter, Entspannung, finde ich gut bei dir. Auf der anderen Seite die Neun der Schwerter, da macht sich jemand Sorgen. Hoffentlich nicht um dich. Wie harmoniert ihr? Anpassungsfähig mit dem Rad des Schicksals. So wie zwei Schräubchen oder zwei solcher Dinger ineinander greifen. Ja, solche Zahnräder. Ich kam jetzt nicht auf das Wort Zahnräder. Wie die ineinander greifen. Unbewusst haben wir die Hohepriesterin. Ja. Man hat Gespür für Partnerschaft. Man hat Gespür, was man braucht, was man will, wo man hin möchte. Das Gericht, die Situation beurteilen, wie sie tatsächlich ist. Faktenlage, Inbeziehung, Neuanfang. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wie machen wir es? Ausgang der Eremit. Naja, man überlegt sich, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, vielleicht innerhalb der Beziehung oder jeder für sich. Alles möglich. Stärke bedeutet ja auch gute Planung. Gute Vorbereitung, gute Abstimmung miteinander. Man überlegt sich, wie man vorgehen möchte. Ja, intuitiv geht man natürlich aufeinander zu. Wir haben hier Gespräche, wir haben den Neuanfang, wir haben die Anpassungsfähigkeit, auch eine gewisse Flexibilität, finde ich gut. Und natürlich den Eremiten, wo sich jeder auch für sich was überlegen kann, wie er es gerne hätte. Oder vielleicht auch als Single natürlich. Aber ich denke mal, es geht darum, vielleicht auch mal ein paar andere Dinge zuzulassen oder auszuprobieren. Wir haben die sechs der Stäbe, den Erfolg. Eine erfolgreiche Beziehung ergänzt sich gut und beide fühlen sich gut. Drei der Kelche Geselligkeit bei dir, fünf der Stäbe Wettbewerb. Okay, das kann was damit zu tun haben, dass du ja sehr ehrgeizig bist, worüber ich eben in der Allgemeinlegung sprach. Dass du vielleicht den Partner, die Partnerin vielleicht ab und an hinten anstellst. Rate Schicksals, 10 der Stäbe. Ja, dann sind noch ein paar kleine Hürden zu überwinden, dass man sich anpassen kann. Wir haben die Transformation. Man merkt, dass sich was verändert. Man spürt das. Man will ja auch vielleicht Veränderung. 9 der Stäbe. Ja, da fehlt ein bisschen die Kraft, weil man die vielleicht in anderen Bereichen schon ausgepowert hat, aber ein solider neuer Anfang mit dem Ass der Münzen. Das bedeutet auch, die Sicherheit und Stabilität in der Partnerschaft ist für dich auch essentiell. Es geht darum, dass man eben sich gut aufeinander verlassen kann, dass man weiß, wenn man was entschieden hat, dass der andere, die andere eben auch mitwirkt, ja? Gespräche sind gut. Vielleicht dem Gegenüber die Sorgen nehmen. Vielleicht hat dein Gegenüber, wenn du vielleicht schon länger in einer Beziehung bist, Angst darum, immer zu kurz zu kommen, immer und ständig zu kurz zu kommen. Oder vielleicht auch um deine Gesundheit, weil wir haben ja eben gesagt, das kann körperlich und mental eben auch ein bisschen zu viel sein, wenn man sich ständig übernimmt, überarbeitet und das immer zu wichtig nimmt. Klar, es ist wichtig, eine solide Basis zu schaffen, aber wenn man eine solide Basis hat, sollte man auch Auszeit nehmen. Dann sollte man sich auch Zeit für Beziehungen nehmen. Denn hier ist ja auch so ein bisschen die Luft raus mit den Neun der Stäbe. Das muss nicht negativ sein. Es kann einfach wirklich auch die Erschöpfung sein, dass man einfach zu viel getan hat und jetzt nicht mehr die Power hat, weiß ich, irgendeinen Ausflug zu machen oder mit dem Partner, der Partnerin was zu unternehmen. Wäre ja eine Möglichkeit. Trotzdem versucht man natürlich miteinander klarzukommen. Und vielleicht kann man da und will man da ja auch was verändern. Mit der Transformation und der Intuition hat man auch im tiefsten Inneren das Gefühl und auch das Bedürfnis, da muss sich was ändern. Das müssen wir anders machen, anders regeln. Und wenn du Single bist, erst recht, du hast ja gar keine Zeit, irgendjemanden kennenzulernen, außer vielleicht im Job, ja? Und vielleicht ist das eben der Knackpunkt.
der dich dazu verleitet, einfach mal diszipliniert zu schauen, was du für dich selber tun kannst. Ja, nicht die schlechteste Idee und vielleicht auch langsam mal Zeit, wenn du es noch nicht angegangen hast. Vielleicht bist du auch einfach noch nicht so weit und musst noch darüber nachdenken. Ich denke, dass die Verlangsamung mit Merkur rückläufig vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Wir haben aber eine schöne Karte, trautes Heim. Also da, wo man sich wohlfühlt, da, wo man zu Hause ist, wo man, ja, ich sag mal, die Schuhe auszieht und vielleicht auch fünfe gerade sein lässt und sich einfach, ja, einfach niederlässt, ne? Wo einem so alles andere, was außen ist, auch relativ egal ist. Wäre so eine Umschreibung, wo man sich wohlfühlt. Es geht um Authentizität, bei sich selbst ankommen, sich zu Hause fühlen, den passenden Ort finden und sich auch in seiner Haut wohlfühlen. Ja, die Beziehungsbotschaft lautet, ob in der Form von Partnerschaft und Freundschaft oder auch der Kameradschaft mit einem treuen Tier, die Liebe wohnt jetzt in deinem Leben. Du hast viel davon zu geben und kannst gewiss sein, dass sie erwidert wird. Deine Bindungen vermitteln dir ein Gefühl der emotionalen Sicherheit, Geborgenheit und Vertrautheit. Sieh deine Partnerschaft als dein Zuhause an. Gemeinsam mehrt ihr die Liebe in der Welt. Wunderschön. Aber ich habe hier den Eindruck, dass da dein Gegenüber vielleicht so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizite hat oder haben könnte. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, deinem Gegenüber einfach mal zu sagen, wie sehr du ihn oder sie schätzt. Auch das haben wir schon mal gemacht. Ich habe dich da schon mal dran erinnert. Und ich denke, das muss ja auch aus deinem Herzen kommen. Ja, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin. Das muss ich dir nicht sagen. Aber vielleicht hilft es als Erinnerung oder als Stütze, einfach mal zu sagen, ja, ich zeige meinem Gegenüber die Wertschätzung, wenn ich das vielleicht manchmal auch nicht so tue, weil ich es als selbstverständlich erachte. Nicht als selbstverständlich im Sinne, dass der andere oder die andere da ist, sondern dass derjenige das ja wissen muss, ne? Aber wir haben eine schöne Karte, die Verbindung. Und manchmal ist es einfach so, ich weiß nicht, ob Männer und Frauen da unterschiedlich ticken. Ich denke, es hängt vom Menschen ab. Dass man einfach mal hören möchte, dass der andere um einen besorgt ist, nicht unbedingt, aber dass er an einen gedacht hat oder sich was Besonderes überlegt hat oder ja, vielleicht einfach mal dankbar und demütig ist, so wie der König der Münzen. Und einfach zeigt, wie stolz er darauf ist, so eine Beziehung zu haben. Ein trautes Heim, etwas, wo man die Füße hochlegen kann. Während du dich vielleicht um deine Karriere kümmerst, kümmert sich dein Gegenüber vielleicht um alles andere. Und auch das ist Arbeit, ja. Es kann auch sein, dass du der Part bist, der sich um Heim und Familie und so weiter kümmert. Und auch du schätzt sicherlich auch, wenn dein Gegenüber dich ab und zu mal in den Mittelpunkt rückt. Einfach so aus dem Moment heraus, einem schönen Moment, der sich einfach aus Herzensgüte ergibt und nicht, weil es gerade einen Anlass gibt, ja. Und ich denke, auch wenn man sich sehr verbunden fühlt, braucht man doch von Zeit zu Zeit so einen Moment, wo man einfach mal merkt, der andere hat sich Gedanken gemacht. Ja? Und ich glaube, dass das vielleicht auch eine schöne Geste wäre. Aber die Idee musst du aufgreifen, wenn du das wirklich möchtest. Und ich sag mal so, man sollte das dann auch ja entweder spontan in einer Situation machen, wo man es nicht geplant hat, oder man sollte es eben nicht mit einem Strauß Blumen bewenden lassen, sondern vielleicht einen Herzenswunsch erfüllen. Kann ja auch ein kleiner Herzenswunsch sein. Irgendwas, womit der andere nicht gerechnet hat. Ja, ich bin wieder super romantisch, ich weiß. Aber ich denke halt so, was würde sich jemand wünschen, der vielleicht oftmals so ein bisschen ja zurücksteckt für die Karriere des Gegenübers. Und da fände ich solche Gesten halt einfach nur schön und beflügelnd und auch, um den Neuanfang und den Erfolg da zu generieren, vielleicht ganz gut. Aber wie gesagt, das hängt auch immer von den Menschen ab. Wir machen ja hier eine allgemeine Legung. Ich finde das einfach eine schöne Geste. Und Verbindung zu spüren,
ist ja auch das Beste überhaupt, ja, dass man da gar nicht groß Worte verlieren muss. Aber wie gesagt, durch Gesten, durch Hinweise zeigt man eben, dass man dankbar und demütig ist und das nicht als selbstverständlich erachtet. Und das fände ich einfach schön. Aber wie gesagt, das liegt an dir. Wir haben eine schöne Verbindung, wir haben nur Sorgen und Besorgnis auch bei deinem Gegenüber. Und vielleicht kannst du ja auch diese Besorgnis beseitigen, ja, wenn dein Gegenüber vielleicht unsicher ist, ja, wo er oder sie in deiner Prioritätenliste steht, zum Beispiel. Oder ja, wenn du eben viel unterwegs bist, sag ich mal, oder viel zu tun hast. Das kann schon mal dazu führen, dass sich jemand so ein kleines bisschen vernachlässigt fühlt, auch wenn du das gar nicht so meinst, ja. Es wird ja auch keine böse Absicht unterstellt, um Gottes Willen. Aber man kann eben sich was überlegen und man kann eben auch dem anderen Sicherheit bieten, weil man selber Sicherheit hat, auch durch den oder die andere. Aber schön, es ist eine starke Verbindung. Trautes Heim ist eine feste und langlebige Beziehung, die natürlich immer dem Auf und Ab auch von Gefühlen und so weiter unterworfen ist. Aber ich denke, eine Kleinigkeit, die dem anderen Freude macht, wäre eine schöne Sache. Ansonsten glückwünsche ich dich dazu. Und wenn du Single bist, wirst du sicherlich jemanden finden und du bist da sicherlich auch sehr wählerisch. Und da, ja, kannst du auf jeden Fall auch im April deine Fühler ausstrecken, wenn du das möchtest. Ich wünsche dir einen schönen April, viel Erfolg. Freue mich über Rückmeldungen, wie es gelaufen ist, was du vielleicht gemacht hast auf meine Anregung hin oder wie es verlaufen ist. Gerne auch, wenn der Monat vorbei ist, denn immer zum Schluss weiß man ja, was davon tatsächlich passiert ist und wie man das dann auch umgesetzt hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen April und sag mal, bis bald.